Sonntag ist wieder Kommunalwahl. Und man hat wieder einmal die Qual, zu entscheiden, wen soll man wählen. Tja, ich könnt's euch ja einfach erzählen. Leute, hört mal her, wählt den und die und auf keinen Fall der. Das sage ich euch jetzt, aber denkt doch lieber selber nach und fallt nicht auf Wahlempfehlungen rein. Es ist doch viel besser, selbst nachzudenken, als von irgendeinem Musiker ein Fan zu sein. Langsam nimmt es allerdings groteske Züge an. Der eine OB-Kandidat versucht sich als Gangster-Rapper-Mann. Yeah, mit einer Ex-Big Brother-Kandidatin tritt er in einem Musikvideo auf. Ich glaub, jetzt hört's komplett auf. Also ist es so, dass alle drei versuchen zu profitieren. Der Obi-Kandidat, weil er denkt, dass er jetzt bei den Jüngeren sich kann etablieren. Die Big Brother-Kandidatin, weil nach ihr kein Hahn mehr kräht, singt jetzt und denkt, dass das was dreht. Sie singt, dass man am besten wählen geht. Was ja auch ganz okay ist, doch es fehlt, dass man am besten dabei nur sagt, dass man wählen geht und niemand empfiehlt. Wobei ich finde, man sollte nicht wählen gehen, wenn man einen anderen Kandidaten als meinen wählen würde. Also bleib zu Hause, denn dann kommt vielleicht auch so mancher schräger Vogel über die 5%-Hürde.